Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Democracy 3. Die stammt auch aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß! So, was haben wir denn hier unten noch? Wir haben Fettleibigkeit. Oh! Food Price, also der Preis von Lebensmitteln. Agrarsubventionen. Die müssen runter, wenn ich das richtig sehe, weil der genau. Preis für Nahrungsmittel sehr niedrig ist. Und das senkt das ab. Der Preis für Nahrungsmittel hilft dabei, die Fettleibigkeit zu reduzieren. Und Agrarsubventionen müssen runter. Aber da fällt mir jetzt was ein. Wir wollten noch was anderes machen, nämlich ein neues Gesetz. Ja. Und da kann man, wenn ich auf Wohlfahrt gehe, Alkohol Awareness Campaign. Also hier kann man neue Gesetze erlassen. Und ich dachte, es gibt so etwas wie eine Aufklärungskampagne für gesundes Essen. Ist das das? Nee. Dann nehme ich das alles zurück. Also, Fettleibigkeit. Wir können an den Agrarsubventionen was machen. Auf jeden Fall. Senken kostet 10, anheben kostet 10. Wir geben dafür 8,8 Milliarden Euro pro Quartal aus. Das heißt, wir werden die wenn wir damit runtergehen, ich guck mal gerade, die Landwirte, denen gefällt das nicht. Aber die Fettleibigkeit nimmt direkt ab. Ja. Also wir beeinflussen direkt die Fettleibigkeit. Das Einzige, heißt das, dass die Arbeitslosenzahlen abnehmen? Nee, die Arbeitslosenzahlen, also die Agrarsubventionen beeinflussen die Arbeitslosenzahlen negativ. Das heißt, wenn wir das runterziehen, dann steigen die Arbeitslosenzahlen. Also das muss man gegeneinander, aber wir gehen mit der Fettleibigkeit runter und wir reduzieren unsere Ausgaben etwas. Also da würde ich wir könnten ja in so einem moderaten Veränderungsbereich bleiben, weil wenn ich sehe, dass die Fettleibigkeit nimmt ja schon signifikant ab, schon allein bei dem Bereich, in dem du jetzt bist, und die Arbeitslosenzahlen, dass wir die vielleicht nicht allzu hoch gehen lassen. Ja, aber so würde ich jetzt mal, damit wir mal was tun. Ja. Okay. Gucken wir mal. Dann nehmen wir die an. So, was haben wir hier unten noch? Asthma-Epidemie. Die Umwelt und Fahrzeugnutzung. Da sind wir wieder bei der Fahrzeugnutzung. Mhm. Und hier hatten wir, da hatten wir die wettbewerbsunfähige Wirtschaft. Und auch die Produktivität wieder. Ja. Wo wir vorhin, glaube ich, mit Gesundheit rangegangen sind, ne? Beim Alkoholkonsum. Ja, genau. Und da würde ich jetzt vorschlagen, weil Umwelt ein Thema ist, hier, Umweltverschmutzung, und wir oben auch bei Transport, also Fahrzeugnutzung, das sich direkt auf die Umwelt und auf die Asthma-Epidemie auswirkt, hätte ich jetzt gesagt, da könnten wir mal ein neues Gesetz beim Transport machen. Sehr gut. Da haben wir nämlich sehr, sehr viel. Die wir uns auch leisten können. Das Rote hier, dafür haben wir nicht mehr genug politischen Einfluss, weil wir haben jetzt schon was gemacht, aber wir können hier Sachen machen. Subvention für Biokraftstoffe, Busspuren, Bussubventionen, Emissionsbegrenzung. Könntest du die Busspuren mal kurz anzeigen? Ich würde gerne mal wissen, wie teuer das ist im Vergleich. Mögliche Kosten? Ist gar nicht so viel. Nö. Erstaunlich. Und was so ein bisschen schade ist, ist, man sieht hier nicht alle Auswirkungen von den Gesetzen. Das heißt also, hier sieht man nicht, welche verschiedenen Gruppen davon direkt beeinflusst werden. Das heißt, das müssten wir uns jetzt überlegen, auf wen sich das wie auswirken könnte. Genau, beziehungsweise einfach mal oder einfach riskieren, dass wir Einführungskosten, politisches Kapital, dass wir sagen, okay, wir geben das jetzt mal aus. Ja. Gibt es noch eine Alternative, die du auch noch gut finden würdest? Ja, es kommt gerade im Chat rein. Tatsächlich, Herr Öni ist sehr aufmerksam.
Anti-Gravity Research Grants. Das ja, gibt es auch. Also, das ist von einer Erweiterung, die ist leider nicht übersetzt. Das ist quasi ein Gesetz oder eine Initiative, wo man Antigravitationsforschung unterstützt und sich dadurch verspricht, dass Transport radikal geändert wird und die Kosten erniedrigt werden und so weiter und so fort. Das kann tatsächlich was bringen, hat mögliche Kosten, kann man sehr hoch drehen. Das Problem ist Implementierungszeit. Ja. 20 Quartale, also durch 4, 5 Jahre, bevor davon ein Effekt spürbar ist. Das heißt, so witzig das tatsächlich ist, da würde ich von abrücken. Busspuren, nur 2 Quartale. Ich finde auch die Busspuren ein bisschen realistischer. Guck mal kurz, was wir noch haben. Emissionsbegrenzung, kostenlose Fahrausweise. Also hier, Busspuren ist geschätzte Beliebtheit bei den Wählern, nur so mittel. Kostenlose Fahrausweise, okay, kann natürlich sehr teuer sein. Ja. Da unten gibt es noch so Kampagnen fürs Radfahren und für Carsharing. Da weiß ich nicht. Ja, Kampagnen fürs Rad, das ist quasi Werbung dafür. Das ist sehr, sehr günstig, sehe ich. Ja. Und sehr, sehr auch sehr, sehr günstig von den Einführungskosten vom politischen Kapital. Also 2 brauchen wir, um sie einzuführen, 17, um sie wieder abzuschaffen. Das finde ich gut. Ja, machen wir mal. Wir implementieren. Und wie viel wollen wir dafür ausgeben? Im Moment 186 Milliarden. Gesundheit geht hoch. Fahrzeugnutzung, Bahnnutzung und Busnutzung geht runter. Ach du, so sehr macht sich das oben gar nicht bemerkbar, egal wie hoch du das dort drehst. Also wenn ich mir das oben angucke, so sehr verändert sich das gar nicht. Was ist denn jetzt der Ausgangswert, auf dem sie jetzt gerade ist? Also aktuell 0,0 Veränderung. Also wenn ich es ganz hochreiße, dann ist die endgültige Veränderung plus 3,36%. Also nicht sehr viel. Wenn ich es ganz runterdrehe, dann haben wir eine Verbesserung von 1,6. Warte mal, das klingt gerade so, als würden wir die Verbesserung haben, auch wenn wir es zu einem Minimalkosten haben. Korrekt. Verrückt. Aber wir wollen ja auch die Fahrzeug- und die Bahn- und Busnutzung beeinflussen. Ja gut, Bahn- und Busnutzung will ich gar nicht so sehr runterdrücken, aber wenn es die Fahrzeugnutzung auch... Also ich hätte es jetzt auf dem, wie es vorgeschlagen wurde, in der Mitte gelassen. Tatsächlich. Ja, klar, komm. Ja, dann haben wir das eingeführt. Jetzt haben wir noch 15. Ich würde jetzt tatsächlich... wir haben jetzt 15. Wir haben uns alle einmal angeguckt. Alle Probleme, die wir haben. Eine Sache haben wir uns noch nicht angeguckt. Nämlich etwas Grünes haben wir auch. Das ist ein Vorteil. Das ist ein positives Ereignis. Das ist diese Egalitarian Society. Also eine gleichberechtigte Gesellschaft. Zu verstehen und unsere verschiedenen Hintergründe besser zu verstehen und den kulturellen Austausch und die Ausbildung darüber zu verbessern. Die Menschen untereinander behandeln sich gleich und bauen die Gegensätze und Unterschiede halt ab, sowohl was Rasse als auch Geschlecht als auch Konfessionen angeht. Ich glaube, das habe ich ganz gut übersetzt so. Das ist ein positiver Effekt und das kommt durch die Gleichberechtigung. Rassistische Spannungen bevorzugen das anscheinend und Bildung, die wir sehr erhoben haben und Auswirkungen. Alle fühlen sich besser, also für alle haben wir jetzt einfach mal plus 16% Zustimmung. Und das ist total mit den schön. Das mit den Spannungen ist eigentlich auch gar nicht schwer zu erklären. Weil okay, erzähl. Das, was hier als egalitärer Ansatz bezeichnet wird, ist was wir eher im deutschen Sprachraum als transkulturelle Gesellschaft bezeichnen. Und überall da, wo man versucht, Leute zusammenzubekommen, wird man immer eine Gegenbewegung haben. Das heißt also, je mehr man versucht, die Gesellschaft zu öffnen und kultureller breit zu machen und vielfältiger zu machen und demokratischer und bunter und
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für eine Gegenbewegung. Ah, okay. Das heißt, dadurch kommen, und ich glaube, das sind hier die, genau, das sind die rassistischen Spannungen, wirken sich negativ auf die Minderheiten aus und werden bevorzugt durch, also die Armut, Gewaltverbrechen werden davon bevorzugt, Arbeitslosenzahlen gehen direkt rein. Ja. Ah, und wir haben ein Rassendiskriminierungsgesetz, das sich darauf negativ auswirkt und auch die Bildung. Es ist total spannend, so auch zu sehen, wie die verschiedenen Zusammenhänge sind, halt einfach mit diesem Mausover. Total. Und eigentlich will ich jetzt gerade in so jeden Einzelpunkt nochmal reingucken und überlegen, wie kann man das besser machen, damit man das irgendwie lösen kann. Ja. Ja. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir haben jetzt mit der Fahrzeugnutzung angefangen. Wir machen da jetzt weiter und gucken, was wir noch an Transportsachen machen können, weil das ist hier sehr, sehr schön. Staatliches Monorail-System, auch nicht schlecht. 16 Quartale. Dauert auch lange. Ja, und ich sehe gerade im Chat, Herr Öni sagt, gut, dass wir einen Physiker dabei haben, als ich eben das mit der Anti-Gravity Research erzählt habe. Ja, Antigravitation ist so eine Sache. Dieses Spiel ist relativ wissenschaftlich von der politischen Seite her, von der Physik anscheinend nicht ganz. Aber das hier ist ja auch nur ein Gesetz, was eine Regierung rausgibt. Das kann ja trotzdem einen positiven Effekt haben, auch wenn die Wissenschaft... Lassen wir das. Es ist übrigens total spannend. Selbst aus politikwissenschaftlicher Perspektive ist es eigentlich gar nicht das, was das Studium ausmacht, weil wir uns eher mit den sozialen Systemen dazwischen, seien es Parteien, seien es Verbände, seien es Bevölkerungsgruppen, in dieser Form, wie dieses Spiel hier gespielt wird, eher als Governance-Ansatz. Also wie kann ich mit welcher politischen Entscheidung, mit welchem Policy-Thema welches Thema ansprechen? Das ist ein Teilaspekt der Politikwissenschaft. Deswegen finde ich das total spannend. Ja. Und mein Blick fällt jetzt gerade auf subventionierte Schulbusse. Implementierungszeit ist auch sehr schnell. Okay, es kostet relativ viel politisches Kapital. Mögliche Kosten sind, würde ich jetzt mal sagen, moderat, weil wir haben jetzt nicht wirklich viele Ausgaben bisher jetzt neu eingeführt. Beliebtheit bei den Wählern ist hoch. Und wir haben auch schon Fokus auf Bildung gesetzt und da bin ich ja eh immer für. Ich auch. Und gerade so in ländlichen Regionen ist die Frage der Schulbus-Erreichbarkeit oder Verfügbarkeit definitiv da. Okay, machen wir implementieren. Und Eltern- und Busnutzung. Ja, Mensch. Ja, super. Ja, jetzt können wir auch entscheiden, wie hoch wir das machen. Selbst wenn wir nur den geringsten Ausgaben machen, also 88, was ist das dann? Millionen? Wahrscheinlich, ja. Ja, das ist schon ganz schön viel. Ich würde es jetzt, also so vorgeschlagen, auf 1,3 ist das schon ordentlich. Ich finde es relativ viel, wenn wir das unter einer Milliarde lassen könnten. Oder bei einer Milliarde wäre auch cool, wenn... Dann machen wir es mal genau auf eine Milliarde. Also dann springt es gerade um auf keine. Das finde ich dann irgendwie... Ja, okay. Dann würde ich dann niedrig mit 1,01 Billionen. Also Milliarden. Genau. Die Busnutzung wird sich in 2 Quartalen erhöhen und die Eltern finden sofort super. Sehr gut. So, das heißt, jetzt haben wir nur noch ein politisches Kapital. Das heißt, wir machen jetzt nächste, aber unsere Beliebtheit steigt immer mehr. Also das ist irgendwie ziemlich gut. Definitiv. Ich sorge mich noch ein bisschen um die mittleren Einkommen. Ja, das sind relativ, die Gruppe ist relativ stark. Und da haben wir Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer und Einkommensteuer. Alles sehr Sachen, schön, wo wir Geld einnehmen. Genau, aber das ist ja das Schöne. Staat nimmt ja vom Prinzip eigentlich nur über die Steuern ein. Wenn wir uns die Steuerpolitik nochmal angucken würden, das finde ich ganz spannend, weil ich die Einkommenssteuer verhältnismäßig hoch fand im Vergleich zu allen anderen Einnahmen. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal nächste Runde. So, Haushaltsbericht. Also erstmal hier haben wir wieder ein Dilemma. Climate Change Protocol.
Die Vereinten Nationen, ich versuche das on the fly zu übersetzen, das ist nicht so einfach. Die Vereinten Nationen Klimawandelkonferenz hat ein neues Protokoll herausgebracht, um die Emissionen von Treibhausgasen zu limitieren von industrialisierten Ländern. Unser Land hat an den Verhandlungen teilgenommen und hat sich sehr darum bemüht, dass die Industrie bzw. die ganze Wirtschaft nicht darunter leidet. Trotzdem wird das, wenn man das Protokoll ratifiziert, wird es sehr teuer und wird das Bruttoinlandsprodukt, das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes limitieren und auch die Produktivität. Okay. Auf der anderen Seite ist es vielleicht gar nicht schlecht, unsere Umwelt zu schützen, sollen wir das Protokoll ratifizieren. Also auf jeden Fall ratifizieren wir das. So, dann ist das abgeschlossen. Wir können uns mal Haushaltsbericht, wie du eben sagtest. Unsere Schulden gehen langsam zurück. Wir haben, die Weltwirtschaft ist weiter am Wachsen. Unser BIP ist am Steigen. Einnahmen gehen hoch, Ausgaben gehen ein bisschen zurück. Das ist nicht schlecht. Hier sehen wir auch, was wir da geändert haben. Hier wissen wir es noch nicht, weil dieser Tag beginnt jetzt erst. Genau, wir wollten uns die Steuerpolitik angucken. Das war ein Wunsch von dir. Also, wir gehen nochmal in die mittleren Einkommen, um die du ja Sorgen gemacht hast. Also Einkommensteuer, Vermögensteuer und Erbschaftssteuer. Dann gucken wir doch mal, was die Einkommensteuer ist. Da sind wir, da nehmen wir 155 Milliarden pro Quartal ein. Wir können es nicht anheben, was ja schon mal gut ist, weil wir haben nicht genug politisches Kapital. Wir können es aber senken. Das heißt aber auf der anderen Seite, also wir haben 26 politisches Kapital, das heißt aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt die Einkommensteuer runtersetzen, dann werden wir nicht in der Lage sein, sie wieder anzuheben, wenn uns das zu sehr trifft. Ja, ich würde mal vielleicht in die Gesetzgebung schauen, was wir noch an Möglichkeiten haben, die Wirtschaftsfinanzpolitik zu beeinflussen. Weil wir vielleicht da entlasten können oder sogar die richtigen Impulse setzen können für unser Bruttoinlandsprodukt. Dann gehen wir doch mal politische Ideen, Wirtschaft. Wir haben ja jetzt noch alle 26 Punkte im Moment. Das heißt, wir haben ja jede Menge. Wir haben sogar ein Maßprogramm, dafür haben wir nicht genug politischen Einfluss, aber es gibt jede Menge. Subventionen für saubere Energie, Verbraucherrechte. Wir gucken jetzt mal nach Sachen, die... Was sind denn Steueroasen? Wenn das Steueroasen Anreiz für Unternehmer sind, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber wir wollen ja, dass sie das Geld bei uns lassen. Oder wollen wir eine Steueroase? Nee, würde ich nicht sagen. Wäre ich auch nicht dabei. Nee. Steuervergünstigung für Auslandsinvestoren. Das würde zumindest unserem Bruttoinlandsprodukt erstmal helfen. Wahrscheinlich würden wir uns bei den Patrioten, Nationalisten, wie auch immer, nicht besonders beliebt machen. Aber unsere Wirtschaft ist ja nicht so wahnsinnig produktiv. Wir können auch Beihilfen für kleine und mittlere Unternehmen. Das finde ich auch gut. Beihilfen, Steuervergünstigung für Ausland. Wir können Zuschüsse für Robotikforschung, aber ist nicht so beliebt, weil damit werden wir wahrscheinlich Arbeitsplätze auf lange Sicht kaputt machen, wenn mehr Roboter da sind. Oder wir werden wirtschaftlich weltweit handlungsfähig. Ah, stimmt. Genau. Was sind Home Fabrication Grants? Okay, das unterstützt die Beschaffung von 3D-Druckern für Haushalte, damit man weniger auf Importe angewiesen ist. Auch spannend, ja, das ist auch von einer Erweiterung. Das ist eine interessante Idee.
Cap CEO Pay Multiplier. Also quasi, dass die Vorstandsvorsitzende nicht mehr so viel, nicht mehr unglaublich viel Boni ausgeschüttet bekommen. Das finde ich auch spannend. Das hilft uns jetzt aber nicht zwangsläufig bei unserer Steuer. Das stimmt, aber hier unten ist eine Business Startup Campaign. Vielleicht. Business Startup Campaign. Viele Menschen haben brillante Ideen, aber nur einige trauen sich tatsächlich, die nötigen Schritte zu machen, um ihr kleines eigenes Business, um ihre Idee zu basteln. Diese Kampagne wird dabei helfen, wird dabei diesen Menschen helfen, informiert sie, was sie machen müssen und wo sie es machen müssen und wo sie Hilfe bekommen können. Das heißt, ja, das Gründung, und die ist sehr, sehr günstig. Also Kosten sind super günstig und Einführung kostet auch kaum was. Dann machen wir das mal. Freiberuflich steigt. Mitgliedschaft in der also die Gruppe der Freiberuflichen wird dadurch wachsen. Der Sozialismus wird etwas runtergehen, aber die Mitgliedschaft, Sozialismus und freiberuflich, dass das sich verändert, dauert 16 Quartale, also ist sehr lang, langsam. Und der Kapitalist findet das gut. Aber es ist jetzt leider nichts, was uns direkt Einnahmen beschert. Das heißt, naja, wenn wir mal. Nicht direkt, aber indirekt. Okay, sollen wir es dann so lassen oder höher? Warte. Das finde ich gut. So? 200? Ja. Okay. Dann haben wir das eingeführt. Ein Herz für Gründerende. Ja. Genau, aber gucken wir noch mal, was es noch gibt. Weil wir haben jetzt nur zwei Einfluss ausgegeben. Das heißt, wir können noch mehr machen im Prinzip. Wie sieht denn das mit dem National Business Council aus? So ein nationaler Wirtschaftsrat wäre doch vielleicht auch ganz spannend. Genau. Die Etablierung eines nationalen Businessrates verhilft Geschäftsinteressen zu einer starken Stimme. Beide, sowohl große Geschäfte als auch kleine Geschäfte, werden hier mit einbezogen. Ja, können wir machen. Ich bin gespannt, worauf sich das genau auswirkt. Die Implementierungszeit ist auch kurz. Und es kostet auch nur 2, genau. Kapitalist findet das gut. Das BIP geht hoch, aber erst nach sehr langer Zeit. Und die Gruppe der Sozialisten nimmt dadurch auch ab. Sollen wir es ein bisschen... Wir spielen mal. Ich mach das gar nicht. Wie viel macht das gar nicht, sehe ich gerade? Nee, macht nicht wirklich viel. Aber wir geben auch relativ wenig Geld dafür aus. Das stimmt. Ach komm, das ist doch super. Dann haben wir die Kapitalisten also auch zufriedengestellt. 1,9% Zuwachs des BIP in, 24 durch 4 sind 6? In 6 Jahren? Okay. Also unsere zweite Amtszeit, aber das ist besser. Ja, dann machen wir das doch mal, genau. Vielleicht ich finde das jetzt erstmal ganz gut, weil wir ja jetzt gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen gestärkt haben. Ich würde mich gerne mit dir nochmal über die Auslandsinvestition unterhalten. Okay, Auslandsinvestition. So, Steuervergünstigungen für Auslandsinvestoren. Besondere Steuervergünstigungen, die in ausländisches Eigentum befindlichen Großkonzernen als Anreiz für Investitionen in unserem Land gewährt werden. Das können unter anderem steuerfreie Zeiträume, ein Einführungskurs für die Körperschaftssteuer und einfache Beihilfen zur Investitionsförderung sein. Es hilft, Investoren aus dem Ausland anzuziehen, wird aber extrem unpatriotisch gelten und auch so interpretiert werden, dass man sich damit den Launen kapitalistischer Großkonzerne aus dem Ausland fügt. Ist nicht sehr beliebt, aber wir sind ziemlich beliebt. Also, ich finde auch, wir können uns das leisten. Dann machen wir das doch mal. So, Patriot findet sofort doof. Und das Bruttoinlandsprodukt findet sofort, nach 4 Quartalen, also nach einem Jahr, findet es das gut. Jetzt geben wir dafür allerdings fast 10 Milliarden aus. Was sagt denn der schöne Schieberegler, wie viel Kosten wir so bräuchten, damit sich irgendwas tut?
Also selbst wenn wir 1,7, wenn wir ganz wenig ausgeben, dann ändert sich das BIP um 2,5. Wenn wir hier sind, ändert sich es um 4,7. Müsste auch 3% bekommen irgendwie? 3% einfach, weil sich das gut anhört? Oder, ja, einfach, weil sich das gut anhört. Okay. 3,1 für 3,6 Milliarden. Ja, 6, irgendwas haben wir ja noch, ne? Ja. Okay, dann machen wir das jetzt mal so, ja? Ja. Was ich mal. Wir haben einen Überschuss von 18 im Moment. Sehr gut. Wem können wir denn, wäre jetzt die Frage, ob wir jetzt nochmal, nachdem wir vorhin das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet, das nicht Pariser, aber das Klimaschutzabkommen unterzeichnet haben, ob wir im Bereich Umweltschutz noch irgendwas tun sollten, müssten, wie auch immer. Umweltverschmutzung, die Umwelt, Fahrzeugnutzung, Flugreisen wirkt sich kaum aus, BIP wirkt sich aus, ja, und die Fahrzeugnutzung. Die Treibstoffsteuer könnten wir erhöhen. Mhm. Vielleicht. Wollen wir mal auf Treibstoffsteuer gucken? Das finde ich gut. Wir können sie nur senken. Wir haben nicht genug politisches Kapital, um sie überhaupt anzuheben. Und auch nicht, um sie zu stornieren. Weil wir müssen unser Kabinett austauschen. Wir haben nur maximal 26. Das heißt, hier könnten wir nur senken. Das wollen wir nicht. Dann müssen wir mal gucken, was wir noch so an Möglichkeiten haben. Das ist echt spannend. Ja, wir könnten mal gucken, ob wir noch was beim Verkehr machen können. Ja. Transport. Deine Busspuren. Also, Busspuren sind super, finde ich. Ja. Dann nehmen wir mal einfach die Busspuren mit rein. Pendler finden das super, Autofahrer finden das nicht so gut und die Busnutzung geht hoch. Sehr schön. Und das ist relativ wenig, was wir da ausgeben können. Ja. Und wir wollen ja auch gar nicht so wahnsinnig viele Autofahrer. Wir wollen ja, dass die Leute gesund sind. Ja, ne, das ist die Meinung der Autofahrer. Werden die dann von Autofahrern irgendwann zu Radfahrern? Also wie Raucher irgendwann zu Nichtrauchern werden vielleicht? Nee, dann würde da eine Kategorie sein, dass die Anzahl der Autofahrer abnimmt. Dann ist da so ein Symbol davor. Also dadurch wird die Anzahl der Autofahrer nicht weniger. Leider. Aber wir können es mal so machen, oder? 600 Millionen. Klar. Zack. Haben wir das angenommen und tun ein bisschen was für die Umwelt. Sollen wir uns hier nochmal... Wie viel haben? Wir haben nur noch 2. Da können wir wahrscheinlich keine bestehenden Gesetze mehr verändern. Aber für 2 kriegt man vielleicht noch ein billiges Gesetz. Ein Tourismus... Werbekampagne, Alcohol Awareness Campaign, also das wäre ganz so schlecht, weil wir auch ein Alkoholproblem in unserer Gesellschaft haben. Haben wir das? War da nicht vorhin irgendwas mit Alkohol oder war es nur die Fettleibigkeit? Nee, nur die Fettleibigkeit. Wir haben kein Alkoholproblem. Aber so eine Awareness Campaign ist jetzt nicht schlecht. Was haben wir noch? Wir könnten noch ein Handelskonzil einführen. Klar. Die Weltwirtschaft hat ja scheinbar gerade einen guten Stand, das könnte uns helfen. Das heißt, wir müssen uns weiter ein bisschen auf internationaler Handel und Auslandsbeziehungen gehen hoch und wir geben nur, also nicht viel hoch, 1,7. Wir geben nicht viel aus. Ich hätte da jetzt gesagt, da könnten wir ruhig mal maximal. Was kriegen wir dann? 3,4 und hier kriegen wir 1,9. Naja, also da würde ich dann mal so auf 2,2 für 287 Millionen. Mhm. So. Okay, jetzt haben wir kein Kapital mehr. Oh, ein Börsenkrach. Mag sein, dass wir selbst nichts falsch gemacht haben, aber das schwindende Vertrauen in den ausländischen Hypothekenmarkt hat zu einem globalen Crash auf dem Börsenmarkt geführt. Die großen Finanzinstitute sind darüber in Panik geraten und es ist wahrscheinlich, dass es mittelfristig einen Rückgang in der Weltwirtschaft geben wird, was sich auch auf uns auswirken wird. Kapitalisten finden es doof, Weltwirtschaft geht zurück
um minus 0,8 Punkte und der Sozialismus wird gestärkt von der Anzahl her. Das heißt also, es werden mehr Menschen bei uns wieder in Richtung Sozialismus wandern. Bonität hochgestuft. Die führenden internationalen Ratingagenturen haben die Kreditwürdigkeit deiner Regierung hochgestuft. Das ist eine großartige Nachricht. Das dürfte zu niedrigeren Zinssätzen bei unseren Staatsschulden führen und auch unser BIP anheben, da die Auslandsinvestoren mehr Vertrauen in uns haben. Diese Nachricht wird wahrscheinlich auch unsere kapitalistischen Wähler freuen. Deine Bonität steht jetzt bei Doppel-A. Okay, kein Dilemma, wenigstens etwas. So. Wir sind jetzt schon zeitlich ein bisschen fortgeschritten. Wir haben jetzt 3 Runden, glaube ich, gemacht. Und wir sind jetzt auch schon, wir haben 3 Runden gemacht, wir kommen langsam in Fahrt, aber wir sind jetzt auch schon eine Stunde am Stream. Echt? Ich würde jetzt einfach mal gucken, wer ist denn alles so da? Auch nochmal Menschen begrüßen, die dazugekommen sind. Bevor wir hier weitermachen, vielleicht der ein oder andere schreibt doch mal kurz was in den Chat und sagt Hallo, wenn ihr zuseht. Das würde mich sehr freuen. Ist schließlich, man hat nicht immer Premiere und eigentlich nur einmal. Deswegen sagt doch mal Hallo, wenn ihr gerade zuschaut. Aber ansonsten, Romy, wir waren jetzt bei der Wirtschaft. Da haben wir uns einiges angeguckt. Wo wollen wir jetzt weitermachen? Also. Wir können jetzt erstmal, wie die Situation ist. Fettleibigkeit, hat sich daran was geändert? Nicht so richtig. Wir haben die Agrarsubventionen runtergesetzt, aber die Trägheit ist 8 Perioden. Das heißt, hier hat sich kaum was getan. Also genau, hier haben wir die Agrarsubventionen runtergesetzt. Das kann man dann auch sehen. Aber das dauert, bis sich da was tut. Das heißt, Fettleibigkeit ist ein Problem. Asthma-Epidemie ist eher sogar ein kleines Stück angestiegen bisher. Wir könnten versuchen, irgendwas zu machen. Da gab es von, glaube ich, Subventionen für schadstoffarme Autos oder Industrien, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Ja. Ich würde jetzt einfach nochmal, das ist ein guter Punkt, ich würde jetzt einfach nochmal alle durchgehen. Wettbewerbsunfähige Wirtschaft. Da fängt es an, ein klein wenig runterzugehen, tatsächlich. Ja, weil ich glaube, wir haben die Produktivität schon so ein Stück weit erhöht. Ja. So, und was ist mit der organisierten Kriminalität? Da haben wir auch noch nichts gemacht. Ja, die kostet uns ja auch Geld, die organisierte Kriminalität, ne? Eigentlich könnten wir da auch langsam loslegen. Ja. Also ich meine, schlussendlich, das Geld muss ja irgendwie gewaschen werden, damit entgeht das automatisch unseren staatlichen Steuereinnahmen. Ich finde, das kann man gut begründen. Finde ich auch. Okay, also dann, da können wir was mit dem Geheimdienst machen. Mhm. Okay, ich sehe gerade Schnitzel Jules, also Julia, hallo. Sie hört zu. Schön, dass du zuhörst und schön, dass du da bist. Ja, eine liebe Kollegin von Plötzlich Wissen ist das. Genau, also Geheimdienst. Da müssen wir jetzt anscheinend mal ein bisschen was hochsetzen. Wir können uns das leisten, wir haben genug Kapital. Wir haben auch einen Überschuss. Aber, Änderungen zurücksetzen. Wir haben einen Überschuss von 22 Milliarden. Das heißt, wenn wir auf den Geheimdienst gehen, wir könnten den ein wenig höher setzen. Irgendwie widerstrebt mir das, den Geheimdienst hochzusetzen. Ja, das verstehe ich. Gibt es hier den Unterschied zwischen Polizei und Geheimdienst oder ist das irgendwie alles ein? Nee, wir haben auch hier, was haben wir? Das ist Handfeuerwaffengesetze. Also wir können mal gucken. Rauschgift. Vielleicht, ja, also das. Was ist das? Wir könnten Rauschgift legalisieren. Aber wir haben nicht genug politisches Kapital. Also das würde das organisierte Verbrechen auch erniedrigen. Wir haben aber nicht genug politisches Kapital, um
leichtes Rauschgift sein. Das heißt, im Moment können wir nur hier Polizeiapparat hat Auswirkungen auf Kriminalität und Gewaltverbrechen, aber nicht auf die organisierte Kriminalität. Könntest du noch mal kurz auf die organisierte Kriminalität schauen? Was ein Wort? Wie die sich auswirkt? Weil theoretisch... Sie erhöht Gewaltverbrechen und die Kriminalität. Könnten wir das austricksen, indem wir versuchen, mit den Polizeibehörden irgendwas im Kriminalitäts- und Gewaltverbrechensbereich zu machen? Oder? Also sozusagen einmal ums Eck? Nee, ich glaube, weil die organisiertes Verbrechen wirkt sich nur auf, wirkt auf Gewaltverbrechen und auf Kriminalität, aber nicht rückwärts. Das heißt, wenn die Kriminalität wirkt sich nicht auf das organisierte Verbrechen aus. Es wirkt sich tatsächlich nur der Geheimdienst aus, so wie es hier dargestellt ist. Ja, da muss der Geheimdienst halt ran. Ja, genau. Wir haben 22 Milliarden Überschuss. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal von 4,25 auf... Das ist ein bisschen viel. Ja, ich gucke mir gerade die Liberalen an und denke mir, ja, dann machen wir nur... Ein Stück weniger noch, würde ich denken. So? So? Ja. So. Okay. Liberale geht noch, tatsächlich, von den Kapitalisten sind am, hier ist immer ein Trend als kleiner Pfeil, ja, in Rot. Die sind gerade, wurde auch tatsächlich ein bisschen weniger. Es hat auch was mit der Weltwirtschaftskrise zu tun. Das stimmt, ja. Okay. Also wir könnten jetzt noch mal schauen, ob wir die irgendwie glücklich machen mit irgendwas, was uns auch was bringt. Ja, aber ich hätte jetzt gesagt, so schlimm ist es noch nicht, weil du hast recht, das ist dieser Börsencrash gewesen. Ich hätte jetzt gesagt, hier haben wir auch noch keine Ecke gemacht. Da würde ich mal gucken, ob wir da nicht auch was Neues haben für gesundes Essen gibt's nicht wirklich, ne? Okay. Ah, wir haben in den Steuern noch gar nicht reingeguckt. Wir haben nur eine Junkfood-Steuer. Und Reformkosten so. Oh, na das ist doch mal eine Sache. Das finde ich auch gut. Junkfoodsteuer gibt uns auch Einnahmen, ist nicht wirklich beliebt, aber... Ja, also das hätte wahrscheinlich so dieses Verbotselement dabei, deswegen mögen Menschen das nicht, wenn man es andersrum macht, nämlich subventionieren, Reformkosten funktioniert es ein bisschen besser. Ich weiß halt nicht, ob wir das Geld unbedingt brauchen. Nee, brauchen also wir nicht. Ja, stimmt, brauchen wir nicht. Also machen wir Reform. Was wir auch machen könnten, wäre hier unten. Wir könnten. Also eine bestrafende Steuer auf Superstores. Also auf so riesige Malls. Mhm. Finde ich auch gut. Nee, nicht Malls, sondern auf so. Auf so Großkonzerne. Ja. Also, dass man eher auf die kleineren. Dass die kleineren Läden in der Stadt auch einen Vorteil davon haben. Aber das wirkt sich jetzt weniger auf das Essen aus. Da ist Reformkostensubvention schon super, weil... Das stimmt. Geh nochmal zurück. Das sah aus, als gäbe es da Einnahmen. Ja. Und die sind gar nicht wenig. Das stimmt. Und da könnten wir dann überlegen, ob wir so Sachen wie die Existenzgründerförderung oder irgendwas im Bereich Umwelt nochmal mit gegenfinanzieren. Okay, also mal das hier. Mhm. So, Kapitalist findet es doof, BIP geht es ein bisschen runter, Freiberuflich findet das super, Freiberufliche werden dadurch mehr, Fahrzeugnutzung nimmt ab, lokale Geschäfte, Umweltschützerinnen und Sozialisten steigen. Und wir können die Kapitalisten mögen uns gerade nicht. Beim Bruttoinlandsprodukt müssen wir maximal schauen, dass es jetzt nicht so viel ist. 1,3 im Moment. Was heißt nicht so viel? Ich hatte schon so gehofft, dass es nicht mehr als 2 ist, aber das scheint sich ja hier wirklich... Ja. 1,4 und wir nehmen 6,2 Milliarden ein. Ich finde das super. Du findest das super, dann machen wir das doch mal. So. Ich finde das super und vielleicht, wie gesagt, kriegen wir das noch mit irgendwas anderem...
Bestimmt. Wir haben noch 5 Punkte. Wir können Wirtschaft, können wir was? Subventionen, Arbeitsschutz, das für City Farms. Es würde wahrscheinlich auch die Fahrzeugnutzung ein Stück weit runterbringen. Ob die Landwirte das mögen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wir könnten noch mal bei Steuern gucken. Mhm. Sehr gern. Die Reformkostsubventionen haben wir auch noch. Die kosten nur 3. Wie finde sind du Steuern auf Plastiktüten? Ah, ja, das geht auch. Ich muss mir mal gerade ein bisschen was zu trinken eingießen. Steuer auf Plastiktüten, das tut auch direkt was für die Umwelt. Ja, das passt so gut zu unserem Klimaabkommen. Ja, dann implementieren wir das doch mal. Umweltschützer finden das toll, Kapitalisten nicht so. Kosten und Einnahmen sind es auch spannend. Es kostet was, aber wir nehmen auch was ein. Wie doll finden die uns doof? Also ich befürchte, wir müssen irgendwann was für die Kapitalisten machen, aber vom Prinzip kann ich damit gerade gut leben. So Mittel, ne? Ja. Okay, dann haben wir jetzt nur noch einen Punkt. Damit können wir auch, glaube ich, kein neues Gesetz machen. Wir haben unser erstes Jahr geschafft. Haben wir das? Ich glaube, oder? Ja, ich glaube. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns, die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss!